Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit neuen Informationen aus dem Databook Vivrecard. Und zwar diesmal mit dem großen Oberthema Barockfirma. Wir kriegen neue Informationen zu den Agenten. So zum Beispiel, Mr. Five hat ein Kopfgeld von 10 Millionen Berry und heißt Jim oder Jam. Je nachdem, wie man das Ganze jetzt aussprechen möchte. Miss Valentine ist 7,5 Millionen Berry wert und heißt Mikita. Mr. Free ist 24 Millionen Berry wert. Respekt. Miss Golden Week 29 Millionen. Okay, sie ist eigentlich ja nur der Handlanger gewesen von Mr. Free und ist mehr wert als Mr. Free. Es ist halt jetzt natürlich die Frage, sind es die Kopfgelder von damals, vom Alabaster Arc gewesen? Oder sind es die heutigen Kopfgelder? Dann könnte man das Ganze nochmal so ein bisschen erklären. Damals wäre es ein bisschen komisch gewesen. Heute könnte man sagen, ich meine, sie war die Hauptverantwortliche, dass die ganzen Agenten aus Impel Down und so wieder freigekommen sind. Klar hat sie dadurch einen riesen Kopfgeldsprung bekommen. Zudem ist Galdino ja jetzt mittlerweile offiziell ein Mitglied eines der sieben Samurai der Meere und somit ist sein Kopfgeld möglicherweise auch mit eingefroren. Dadurch kriegt er keine Erhöhung mehr und so hat Miss Golden Week ihn überholt. Ist jetzt noch nicht so ganz schlüssig, ob das die Kopfgelder, wie gesagt, von damals vom Alabaster Arc waren oder eben die heutigen. Aber auf jeden Fall trotzdem, okay, kleines Mehrwert. Und auch ganz wichtige Information, sie ist 18, das heißt, sie war damals schon 16 Jahre alt und viele haben ja gemeint, dass sie noch deutlich jünger gewesen wäre. Mr. Two, also Bon Curry, unser geliebter Vogel, ist 32 Millionen Berry wert. Miss Merry Christmas, der Maulwurf, 14 Millionen Berry und heißt Trophy. Mr. Four, ganze 3,2 Millionen und sein Name ist Babe. Ja, hört sich im ersten Moment erstmal komisch an, aber es gab einen berühmten Baseballspieler namens Babe Ruth. Da macht das Ganze schon wieder etwas mehr Sinn. Miss Doublefinger ist 35 Millionen Berry wert und ihr Name ist Sala. Ihr Spitzname ist die Giftspinne und sie ist 28 Jahre alt und stammt aus der Grand Line. Mr. One ist ganze 75 Millionen Berry wert. Wow. Nicht schlecht. Knapp unter Sir Crocodile. Naja, je nachdem, was er jetzt mittlerweile für ein Kopfgeld hat. Neptune ist 79 Jahre alt. Otohime war zum Zeitpunkt ihres Todes 36 Jahre alt. Ja, das ist jetzt erst ein paar kurze Jahre her. So. Okay. Also er war auf jeden Fall deutlich älter als sie. Ich meine, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie lange das her ist, aber 15, 20 Jahre vielleicht Maximum? Mann, der holt sich aber junge Frauen. Na ja, gut. Crocodile Schiff heißt Barock Gustave. Der Name stammt von einem berühmten Krokodil, welches 300 Menschen getötet haben soll. Hachan aus der Along-Bande ist 8 Millionen Berry wert und ist 38 Jahre alt. Das Schiff der Sonnenpiraten heißt Snapperhead. Kosa aus Alabaster ist 22 Jahre alt. Durume, der riesige Tintenfisch, 120 Jahre alt. Sir Crocodile stammt aus der Grand Line. Und jetzt kommen die interessanten Sachen. Sir Crocodile hat eine Schwäche, welche mit seiner Vergangenheit in Verbindung steht. Er steht irgendwie in Ivankovs Schuld. Er wurde nach der Exekution von Roger irgendwann ein Shichibukai und kämpfte danach gegen Whitebeard und verlor. Okay, also da steht es so explizit in der Vivrecard drin. Das heißt, also wir haben es ja schon lange vermutet, dass Ivankov in irgendeiner Form irgendwas von Crocodile weiß. Man hat ja schon lange vermutet, dass Crocodile möglicherweise einfach mal früher eine Frau war. Dann halt von Ivankov in einem Mann. Aber wenn ich mir den Text so durchlese, er hat eine Schwäche. Ich meine, ja gut, das ist jetzt keine offensichtliche Schwäche. Also das ist halt ein Geheimnis und ist ihm bestimmt unangenehm, aber Schwäche würde es jetzt nicht unbedingt einkategorisieren. Und da steht irgendwie in Ivankovs Schuld. Lass uns mal ein paar Sachen im Kopf einfach mal rumgehen. Er war früher vielleicht wirklich eine Frau. Sir Crocodile Dine. Mrs. Crocodile. So wäre es vielleicht eher korrekt. Was ist denn eigentlich Carter?
Muss ich jetzt kurz nur erstmal den Cutter ein bisschen zur Seite, weil der wühlt in irgendwelchen Tüten rum. So, also wo waren wir denn? Miss Crocodile. So könnte er möglicherweise früher geheißen haben. Hm. Wer weiß. Und er wollte keine Frau mehr sein. Die Frage ist halt hierbei, warum? Und da könnte man sich zum Beispiel solche Sachen ausspinnen wie, vielleicht war er eine Sklavin, vielleicht sogar eine Sexsklavin. Jetzt geht der andere Karte an die Tüte ran. Zen. Naja gut, ja, wo ich, vielleicht war er irgendwie damals eine Sklavin, vielleicht sogar eine Sexsklavin und er wollte das Ganze eigentlich so gar nicht mehr, weil ihm das Leben halt natürlich nicht gepasst hat. Ich meine, er wurde missbraucht, damit andere Leute ihr Geld verdienen. Ivankov hat ihn vielleicht irgendwie entdeckt, gefunden, wie auch immer, ob er jetzt geflüchtet ist oder Ivankov ihn dort entdeckt hat, wir wissen es nicht. Und hat ihn in einen Mann verwandelt, ich bin gleich wieder da. 2000 Jahre später. Da. Oh, ja. So, und tschüss. Und hat ihn in einen Mann verwandelt, damit er so irgendwie entkommen konnte. Dadurch hat er auch diesen riesigen Hass möglicherweise auf die Weltregierung. Und es könnte sein, dass er dadurch eben nach einem Weg gesucht hat, die Weltregierung zu stürzen und somit irgendwie irgendwann auf die Pluton gekommen ist, davon irgendwie gehört hat zum Beispiel und halt unbedingt diese Waffe suchen wollte, um sich so an der Weltregierung letzten Endes zu rächen. Interessant. Auch die zweite Sache, dass er, nachdem er ein Shichibukai wurde, gegen Whitebeard gekämpft hatte und diesen Kampf verlor, ja, würde erklären, warum er so einen Hass auf Whitebeard hat. Hat er möglicherweise damals auch seinen Arm verloren, hat deswegen eben diesen Haken jetzt. Ja, das sind Spekulationen, da sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Crocodile wird auf jeden Fall noch eine größere Vergangenheit haben, die wir sicherlich noch im Manga entdecken werden. Dann ist es endlich bestätigt, Shirahoshi hat wirklich Observationshaki, das haben wir uns ja alle schon längst gedacht. Und die wichtigste Meldung des Tages, es gibt 10 Arten von Dan-Dan-Mushis. Ja, insgesamt gibt es also 10 Arten auf der One Piece Welt. Captain Hina, beziehungsweise mittlerweile ist sie, glaube ich, Vizeadmiralin? Vizeadmiralin Hina kommt aus dem West Blue. Full Body ist 28 und kommt aus dem North Blue. Death Bones, also Mr. One, ist 31 Jahre alt. Und Mr. Two kommt aus dem East Blue und ist 32 Jahre alt. Und das waren alle neuen Informationen aus dem Databook Rework Card für diesen Monat. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat, dass euch die Informationen was gebracht haben. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bei der nächsten Aufnahme sollte ich auf jeden Fall mal wieder die Tür zumachen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß und wie immer, haut rein. Ciao. Katzis. Stille bei Katzen ist nicht gut. Nicht gut. Not good. No.